Der 1. Mai, der Tag der Arbeit, wurde in Rostock mit Spannung erwartet. Starke Polizeikräfte waren seit dem frühen Morgen vor allem im Nordwesten der Hansestadt präsent. Die NPD hatte eine Demonstration angemeldet. Zahlreiche Gegeninitiativen hatten zu Protesten gegen den geplanten Neonazi-Aufmarsch ebenfalls Veranstaltungen und Demonstrationszüge angekündigt. Um Genehmigung und Verbote dieser Gegendemonstrationen hatte es noch kurz zuvor Querelen gegeben. Diese endeten mit einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes, dass die Demonstration der NPD-Gegner im Rostocker Stadtteil Groß-Klein noch in der Nacht zum 1. Mai genehmigte. Das war sehr kompliziert. Wir haben letzte Woche den Antrag gestellt, dass wir hier demonstrieren möchten. Dann gab es ein Kooperationsgespräch. Dann wurde uns eine alternative Demo-Route in einem ganz anderen Stadtteil angeboten. Und wir haben eigentlich gestern Nacht gegen 1 Uhr die Entscheidung mitgeteilt bekommen, dass wir heute zwischen 10 und 12 hier demonstrieren dürfen in einer verkleinerten Route. So versammelten sich hier rund 1000 Demonstranten, um friedlich gegen den Aufmarsch der NPD zu demonstrieren. Mit dabei viele Rostocker, die sich nicht nehmen ließen, an diesem Tage Flagge zu zeigen. Also als erstes finde ich es schlimm, dass am Tag der Arbeit erstmal die NPD marschieren darf, dass sie überhaupt marschieren darf. Und dass Gegendemonstrationen stattfinden dürfen, ist gut. Dass der Umfang sehr gering und wie gesagt, es über Gerichtsurteile gemacht werden musste, finde ich schade. Also hier Demonstrationsfreiheit gilt eigentlich für jeden und man sollte auch die Möglichkeit geben, sich den Nazis friedlich entgegenstellen zu können. Also ich finde, dass sich hier außerhalb der Gewerkschaft mehrere soziale, gesellschaftliche Gruppen vertreffen werden, um gegen Nazis sich zu äußern, und ich finde es ganz wichtig, dass wir so kurz vor der Kommunalwahl hier in Rostock und auch kurz vor der Europawahl hier zeigen, dass Rostock nicht braun ist, sondern bunt. Also ich empfinde es als sehr wichtig und vor allem auch, dass wirklich der Widerstand bunt ist und vielfältig und nicht wie von der Polizei behauptet, dass hier nur Linksextremisten sind, die irgendwie gewaltbereit sind, sondern hier sind Familien mit Kindern, Landtagsabgeordnete, Vereine, Gewerkschaften, Parteien, und wir wollen wirklich zeigen, dass wir gewaltfrei gegen die Nazis demonstrieren und nicht wollen, dass sie hier durch unsere Straßen marschieren. Deutlich wollten die Rostocker ein Zeichen gegen rechts setzen und für ein tolerantes und offenes Miteinander in der Hansestadt eintreten. Auch die Landespolitik war in Groß-Klein vertreten. Bildung und Aufklärung steht bei der Arbeit gegen Nazis in Mecklenburg-Vorpommern im Mittelpunkt. Wir haben ja traditionell am 1. Mai immer unsere Veranstaltung im Bahnsdorfer Wald auf dem Kastanienplatz. Da werden wir heute auch noch hinfahren. Und ich gehe davon aus, Storchheiner wird heute auch noch dabei sein. Und da ich halt traditionell am 1. Mai immer auch in Rostock dabei bin, muss man natürlich heute dann auch mit hier Flagge zeigen gegen die Nazis. Die Sicherheitskräfte waren in Rostock mit insgesamt 1500 Polizisten im Einsatz. Natürlich ging es darum, NPD- und Gegendemonstrationen voneinander fernzuhalten. Bis jetzt ist alles friedlich, da freuen wir uns alle sehr drüber. Aber die interessanten Zeiten kommen ja auch noch, wenn die Demonstrationen tatsächlich stattfinden werden. Wir hoffen natürlich nach wie vor auf einen friedlichen Verlauf und appellieren auch nochmal an alle, sich hier dem Demonstrationsrecht angemessen zu verhalten. Während sich die antifaschistische Demonstration in Groß-Klein langsam in Bewegung setzte, trafen immer wieder Meldungen ein, wo und wie sich andere Gruppierungen im Stadtgebiet bewegten. Der S-Bahn-Verkehr wurde zeitweise eingestellt, weil es zu Anschlägen auf Bahneinrichtungen gekommen war. Es besteht also gerade keine Möglichkeit, mit der S-Bahn hierher zu kommen. Die NPD und ihre Anhänger harrten derweil am Hauptbahnhof aus und verhandelten mit der Polizei über mögliche Aufmarschszenarien. Schließlich stand fest, dass die rund 500 Neonazis doch noch durch Dirko marschieren sollten. In Straßenbahnen ging es für sie unter Polizeischutz in Richtung Rostocker Nordosten. Sofort waren mobile Gegendemonstranten zur Stelle und ketteten ihre Fahrräder auf den Straßenbahnschienen zusammen. Die Straßenbahn musste vorübergehend ihren Betrieb zwischen Dirko und City einstellen. Polizeikräfte räumten die Schienen und drängten die Demonstranten ab. Schließlich formierte sich der NPD-Aufmarsch am Dirkoer Kreuz. Auch hier sollten die Neonazis nicht unbehelligt bleiben. In bunten und lauten Aktionen drückten die Rostocker ihren Protest gegen sie aus.
Gerade Dirko sollte den Rechtsextremen verwehrt werden. Hier fand 2004 einer der 10 Morde des nationalsozialistischen Untergrunds statt. Hier gab die Strategie der Polizei Anlass zu Fragen. Das ist wirklich eine Zumutung. Es ist auch für alle, die heute gegen die Nazis mobil gemacht haben, eine Zumutung, dieses Katz-und-Maus-Spiel, was jetzt hier offensichtlich auch taktisch gemacht wird. Und von uns sind doch etliche Kolleginnen und Kollegen durchaus verärgert, wie das hier alles heute so läuft. Nun, ich denke, es ist wichtig, dass man zeigt, wir wollen Demokratie, wir wollen Toleranz, wir wollen keinen Rassismus und wir wollen auch niemand in diesem Land, der andere verächtlich macht, der die Würde des Menschen mit Füßen tritt. Und ob das nun 1, 10 oder 100 Nazis oder mehr sind, wichtig ist, dass die Menschen Flagge zeigen, dass sie rausgehen auf die Straße und sagen, wir lassen uns weder irgendeinen Tag und schon erst recht nicht den 1. Mai wegnehmen von diesen Leuten. Abgeschirmt durch starke Polizeikräfte setzte sich die NPD-Demonstration dann gegen 14 Uhr in Bewegung. Allerdings kam der Zug nicht weit. NPD-Gegner blockierten erneut die Strecke mit einer Sitzblockade. Selbst eine mobile Musikanlage war im Einsatz. Nachdem sich die Sitzblockade nicht friedlich auflösen ließ, schritten die Sicherheitsbeamten ein und räumten die gesamte Demonstrationsstrecke. Das sollte an diesem Tag nicht die letzte Blockade bleiben. Nur stockend kam die Demonstration der NPD voran. Damit setzte Rostock an diesem 1. Mai 2014 ein deutliches Zeichen gegen Neonazis für eine weltoffene und bunte Hansestadt.